Das wird aber echt aggressiv. Nein, ich will nicht zur Katzenstatue. Ich will ihn im Auge behalten. Okay. Neuer Knochen. Genau darauf habe ich gewartet. Oh, er lasert. Oh, er macht wieder das. Okay, damit kann ich leben. Und weg ist er. Das war jetzt aber das Schluss von Yami. Fantastisch, Amaterasu. Was für ein langer und schwieriger Weg das gewesen ist. Nicht wahr, Darling? Aber zum Schluss ist unser Erzfeind Yami der Herr der Finsternis, der die Finsternis über das Land der Sterblichen gebracht hat, doch für alle Ewigkeiten vernichtet worden. Ich muss sagen, ich war wirklich von deinem kleinen, hüpfenden Freund überrascht. Ohne ihn hättest du es nicht geschafft. Haha, das kitzelt. Setz bei Fuß, du wirst mich noch zum Tode schlecken. Nun aber, Terrazzo, es ist an der Zeit, zu noch stürmischeren Gewässern aufzubrechen. Die Welt zu einem besseren Ort zu machen, ist niemals einfach. Du musst zur göttlichen Ebene zurückkehren und dort die Dinge wieder in Ordnung bringen. Nur so kannst du ein neues Zeitalter des Friedens in der Welt der Sterblichen einleiten. Unsere Reise ist noch lange nicht zu Ende, Darling. Und jetzt voller Kraft voraus. Nächster Halt, die göttliche Ebene. Der Pfad in den Himmel, was? Hehe. Hört sich irgendwie lustig an. Erinnerst du dich, was ich dir gesagt habe, als wir uns das erste Mal trafen, Ami? Es gibt nichts, was mich aufhält, wenn ich erstmal eine Entscheidung getroffen habe. Ich werde irgendwann zu dir zurückkommen, Fellknäuel. Und du kannst mich nicht davon abhalten. Aber zuerst werde ich den Glauben der Leute an dich entfachen. Du wirst so viele Anhänger haben, dass du gar nicht weißt, was du mit ihnen anfangen sollst. Du wirst schon sehen. Bis dahin, pass auf dich auf, du großes Fellknäuel.
Ja, und damit sind wir den Credits. Wunderschönes Spiel. Ich finde es nur immer wieder schade, dass ich zu wenig Zuschauer bei diesem Projekt hatte. Nämlich 0 bis 2 pro Folge. Amaterasu, wie sie da läuft und sich die Wand, das Wandbild anguckt. Ja. Auf jeden Fall ein sehr tolles Spiel. Ich mag den Artstyle. Ich mag das Gameplay. Ich mag den Humor, die Kämpfe, alles. Das Einzige, was ich nicht mochte, war die Windtechnik, weil die irgendwie bei mir nie richtig funktioniert hat. Aber ja. Der Kampf gegen Orochi, den fand ich besonders cool, auch wenn ich ihn dreimal machen musste. Und Isun war toll, ja. Was soll ich noch großartig dazu sagen jetzt? Erst einmal danke fürs Zuschauen auf jeden Fall. Es hat mir sehr viel Freude gemacht, dieses Spiel. Auch wenn ich jetzt nicht den 100% Run gemacht habe. Weil ich, ja, einfach nicht überzeugt bin, ob ich jetzt weiter Let's Playen sollte oder ob ich die 100% eigentlich einfach privat holen sollte. Halt mit Guide und allem. Weil mir fehlen noch recht viele Tiere. Mir fehlen noch sehr viele Solarenergien. Ich glaube, mir fehlen auch noch Gegner, die ich wahrscheinlich gar nicht mehr holen kann. Oder vielleicht doch. Das müsste ich mal sehen. Aber ja, auf jeden Fall hatte ich sehr viel Spaß an dem Spiel, auch wenn ich mich manchmal, gerade bei diesen Grabespielen, von denen ich die letzten beiden auch noch nicht gemacht habe, also zwei habe ich verpasst, ja, auch wenn ich die jetzt nicht gemacht habe, mir hat das Spiel sehr gut gefallen. Jo, das war mal wieder ein Sonntagsprojekt von mir. Nach, ich weiß gar nicht, wie vielen Folgen müsste ich mal nachgucken, ob wir 100 überschritten haben. Wäre dann ganz knapp höchstens. Aber ja. Ich verabschiede mich dann schon mal bei euch. Und wir sehen uns dann bei meinem nächsten Sonntagsprojekt oder bei meinen anderen Projekten, die zurzeit noch laufen. Also bis dann. Genießen wir noch die Credits. Die Dämonen von Orochi. Oh, Susano hat einen kleinen Knirps gekriegt. Oh, es gibt noch was. Und damit ist diese geheimste aller Geschichten beendet. Dann, ich würde sagen, das war's für heute. Mit dem Geschichten erzählen. Diese Geschichte beinhaltet die Hoffnungen und Träume von vielen guten Leuten. Bewahr sie in deinem Herzen. Was ist das? Du willst wissen, wieso nur ich allein diese Geschichte kenne? Die sonst niemand kennt?
Du hast die ganze Geschichte erfahren. Und hast es immer noch nicht herausgefunden? Du hast überhaupt nichts verstanden. Mensch, was ist los mit dir? Das ist so natürlich, der Geschichtenerzähler. Ich schätze, ich muss die ganze Geschichte nochmal von Anfang an erzählen. Du solltest besser lernen, meinen Pinsel den Respekt zu zollen, den er verdient. Ja, es ist so. Aber egal, ich bin müde. Lass uns Schluss machen für heute. Wenn du erfahren willst, wie es weitergeht, dann werde ich dir den Rest der Geschichte ein anderes Mal erzählen. Bis dahin, gib dein Bestes und eifer den Helden nach, von denen ich dir erzählt habe. Es wird Zeit, diese Schriftrolle einzurollen und ihr einen Titel zu geben. Okami Amaterasus Abenteuer. Bis zum nächsten Mal. Okami Credits? Oh, noch mehr Credits. Ja, ich bin immer noch nicht fertig. Ach, Localization, also europäische Localization. Zeug. Capcom USA Inc. Capcom Entertainment Europe Ltd. Ja, sie haben es so wirklich so geschrieben, wie die Japaner eben schreiben. Von rechts nach links und von oben rechts nach unten links. Immer noch mehr Credits. Ja, warten wir mal ab. Special Thanks, okay, das heißt, wir müssten am Schluss sein. Ja, Resultat, ein Haufen Geld, was brauchen wir das noch? Gesamtergebnisse. Gespielte Zeit. Tage vergangen. Gespeichert 97 Mal. Okay. Tode 0. Besiegte Gegner. Ja. Geld verdient. Da nur grün. Glück erhalten. Okay. Uns fehlt also noch jede Menge Glück. Und die Mondszene. Ein Geschenk von Isun erhalten. Erhalten Karma Transformer 1, erhalten Karma Transformer 2, erhalten Karma Umkehrer. Erhalten verstreute Perle, Karma Transformer 3, Karma Transformer 4, 5. Du kannst das Spiel hier speichern. Dieser gespeicherte Spielstand wird genutzt, um dein neues Abenteuer zu starten. Es ist empfohlen, dir vorhin einen neuen Spielstand anzulegen, anstatt einen zu überschreiben. Möchtest du das Spiel speichern? Ja. Gerne. Und zwar speichere ich es einfach mal auf der 1. Ja, vom Beginn starten. Im New Game Plus. So, damit sind wir wieder im Hauptmenü. Ja, ich kann mir die Geschenke von Isun noch kurz angucken. Wenn ich die schon habe. Okami Art. Sieh dir frühe Zeichnungen der Charaktermuster und Umgebungen an. Musik. Musik anhören, die während des Spiels zu hören ist. Videoschatzkiste. Verschiedene Videos aus der Entwicklungszeit des Spiels. Okami Bilderrolle. Okami Dämonen Bilderreihe. Göttlicher Gesandter Isun.
Ja. Ja, die kennen wir ja alle. Da ist auch Wakka, das Viech, die Spinnenkönigin. Okay. Gut, das heißt, jetzt verabschiede ich mich wirklich von euch. Also, bis zu meinem nächsten Projekt. Oh, halt, bevor ich gehe. Ja, das sollte ich trotzdem ansprechen, auch wenn es eigentlich unnötig ist. Wollt ihr, dass ich noch 100% LP-Run hier draus mache? Also, dass ich versuche, noch alles zu kriegen. Schätze, Perlen, Tiere und so weiter. Kleeblätter. Oder auch den Kühlschrank auf Maximum bringe am Schluss. Wenn ja, dann schreibt es mir hier unter das letzte Video in den Kommentaren. Solange ich keine Kommentare dazu kriege, werde ich nichts machen. Also, außer den Safe-Stand natürlich aufheben. Also, bis dahin, Leute. Ciao, ciao.